Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir drei intensive Abschlussübungen, die dich zu einem besseren Fußballer machen. Jetzt ist die Zeit, mehr zu machen wie die anderen, Vollgas zu geben. Und da bietet es sich an, selbstständig zu trainieren oder auch beispielsweise zu uns zu kommen in ein Personal Training. Den Link siehst du unten in der Beschreibung. Gas geben, besser werden, let's go! Übung 1. Hier hast du vier Abschlüsse direkt nacheinander. Du startest mit einem engen Slalom, gefolgt von einem 1 gegen 1. Dafür kannst du beispielsweise drei Markierungshütchen aufstellen, dort mit Tempo vorbei schnell den Abschluss suchen. Dann gehst du zurück zum Markierungshütchen, holst den nächsten Ball, wieder Abschluss, wieder Gegenbewegung zum gelben Hütchen, ein langer Ball kommt, zwei Kontakte, Abschluss im besten Fall, wieder Gegenbewegung und dann Richtung ersten Pfosten mit Sprint und dann kommt die letzte Aktion. Beachte, dass du nach dem Slalom beim Ballführen richtig Tempo machen solltest, dann nach dem 1 gegen 1 sofort den Abschluss suchen. Das heißt, nicht zu viele Zwischenschritte machen, sondern sofort schießen. Im Spiel hättest du die Zeit sonst auch nicht. Zweiter Punkt, beim Flankenball volle Konzentration auf diesen ersten Kontakt. Wenn du den sauber hast, kannst du auch viel schneller abschließen. Dritter Punkt, auf den vierten Ball mit vollem Tempo losgehen. Und da wirst du schon ein bisschen müde sein, weil du schon drei Aktionen gerade vor dir hattest. Da musst du unbedingt die Konzentration halten. Das war bei uns jetzt im Beispiel auch nicht ganz ideal. Auch die 1 gegen 1 Situation sowie die Gegenbewegungen hätten auch bei uns einige Male etwas schneller sein können. Aber genau darum geht es ja, trainieren, besser werden und die Übungen so optimieren, dass es auch wie im Spiel sein könnte. Die Belastungszeit in einem Durchgang beträgt etwa 20 bis 25 Sekunden. So kann es sich auch mal in einem Spiel zu und her tragen, wenn du mehrere Offensivaktionen gerade nacheinander hast. Ein Ball prallt ab, ein Ball wird nochmal reingespielt und so weiter. Das bedeutet, diese 20 bis 25 Sekunden musst du volle Konzentration haben. Zweite Übung, ähnliches Prinzip von der Intensität her mit vier Abschlüssen nacheinander. Du startest mit einer Direktabnahme, dann Sprint zurück, saubere Ballannahme, passen, wieder annehmen, 1 gegen 1 suchen, Abschluss. Hier ebenfalls beim 1 gegen 1 darauf schauen, dass du nach der Finte sofort zum Abschluss kommst. Setze dich dann etwas langsamer ab und baue einen Tempowechsel ein. Saubere Ballannahme, damit du sofort abschließen kannst und dann gehst du in die Richtung des vierten Balles mit vollem Sprint und versuchst sauber in die Ecken abzuschließen. Die Belastungszeit beträgt etwa 20 Sekunden und in diesen 20 Sekunden musst du hoch konzentriert bleiben können. Ähnlich wie bei der vorherigen Übung sieht man das dann meistens beim vierten Abschluss. Der muss einfach sitzen und da hat es oft mit der Konzentration und auch der Ausdauer zu tun, aufgrund der Aktionen zuvor. Dritte Übung ist ganz anders, sie ist viel simpler, aber entscheidend ist, dass wir hier noch Druck mit einbauen. Und zwar kann der Passgeber nach dem Pass Druck aufbauen. Das heißt, der am Abschließen ist, muss einen sauberen ersten Kontakt machen und dann unter Druck sauber und schnell abschließen. Sieht auf den ersten Blick ganz einfach aus. Ist es aber in der Realität nicht. Mit dieser Übung kannst du also deinen ersten Kontakt und den Abschluss unter Druck üben.
Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Schreibt unten in die Kommentare, welche Übung du am besten findest. Und ja, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns.